Also ich war schon immer ein Fan von Halloween, weil ich es total mag, mich zu verkleiden. Und früher habe ich mich mal als irgendwie Piratin verkleidet oder als irgendwie als böser Engel, also so mit schwarzen Engelsflügeln und so. Und ich weiß noch nicht, als was ich mich dieses Jahr verkleiden werde, aber ich werde mich definitiv verkleiden. Und ich werde auch Süßes oder Saures, die so meine Runden drehen. Das muss einfach sein. Weil der Film spielt auch an Halloween, zumindest ein bestimmter Part des Films. An Halloween gehe ich normalerweise raus und sammle Süßigkeiten in einem Vampirkostüm meistens. Aber dieses Jahr gehe ich auf jeden Fall ins Kino und gucke Invisible zu und ihr da draußen hoffentlich auch. Also ich werde keine Halloween-Party machen, aber ich weiß, dass ich in den Film reingehen werde, weil der ja am 31. Oktober in die Kinos kommt, was ja Halloween ist. Das heißt, ich werde verkleidet im Kinosaal sitzen. Ja. Wirst du auch Süßigkeiten verteilen? Auf jeden Fall. Das ist super. Ich werde auf jeden Fall Süßigkeiten verteilen. Das ist eine super Idee. Ja, also wer in Berlin wohnt und wer am 31. in die Kinos geht, vielleicht sieht man mich mit Süßigkeiten. Ich finde das cool.